Elfter Stock von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Der Aufzug war jetzt seit 5 Tagen kaputt. Und seit genau 5 Tagen hatte sich Wanda morgens keine frischen Brötchen mehr geholt. Verdammt! Wanda liebte ihre Frühstücksbrötchen. Vor allem im Urlaub. Aber das war noch lange nicht alles. Seit genau 5 Tagen kam niemand mehr zu Besuch. Offensichtlich gab es keine Freunde, die 11 Stockwerke zu Fuß in Kauf nahmen, um sie zu sehen. Die Leute riefen zwar an, aber Wanda verübelte ihnen, dass sie sich von einem kaputten Aufzug von einem Besuch abhalten ließen und ignorierte diese Anrufe. Sie selbst rief auch niemanden an. Schon bald war der Akku ihres Telefons leer. Wie die anderen Hausbewohner ohne den Lift auskamen, das wusste Wanda nicht. Es interessierte sie auch nicht. Entweder waren die Leute im Urlaub oder bei Freunden untergekrochen. Auf jeden Fall war es auf ihrem Stockwerk sehr still. Die ersten Tage erledigte Wanda immer noch Einkäufe. 11 Stockwerke zu Fuß hinunter und mit vollen Tüten wieder 11 Stockwerke hinauf. Dann ließ sie das Einkaufen bleiben. Sie hatte genügend Reis, Nudeln, Kartoffeln und Konserven in ihren Schränken eingelagert, sodass sie keine Angst haben musste, die nächste Zeit zu verhungern. Dass der grüne Salat fehlte, damit konnte sie leben. Sie mochte Grünzeug sowieso nicht besonders. Und dann gewann sie ganz langsam Spaß daran, sich ihren Tagesablauf nicht diktieren zu lassen. Sie musste sich an keine Ladenöffnungszeiten, an keine Sprechstunden und an keine Verabredungen halten. Musste nicht pünktlich aufstehen, musste nicht sofort die Zähne putzen und sich duschen, musste nicht morgens Kaffee, tagsüber Mineralwasser und abends Wein trinken. Es gab kein Frühstück, kein Mittag- oder Abendessen. Sie aß, wenn sie Hunger hatte. Und zwar das, was sie gerade wollte, wenn sie es denn vorrätig hatte. Wanda war aus der Zeit gefallen. Sie legte sich hin, wenn sie müde war, stand auf, wenn sie ausgeschlafen hatte. Sie blieb nackt oder zog sich etwas über. Sie turnte in der Wohnung herum, wenn sie das Gefühl hatte, sich bewegen zu müssen. Sie sonnte sich bei offenem Fenster, ließ den Blick ins Unbestimmte schweifen. So verbrachte sie viele Tage. Und es mangelte ihr an nichts. An nichts. Eines Tages stand sie wieder am Fenster, blickte in die Ferne, ignorierte die Nähe. Da stieg ihr ein Geruch in die Nase. Der Geruch von gebratenem Hähnchen. Unten vor dem Haus stand ein Grillwagen. Alle Gelassenheit fiel von Wanda ab. Sie musste sofort hinunterlaufen und in so ein Hähnchen beißen. Beim Verlassen der Wohnung bemerkte sie, dass der Aufzug wieder in Betrieb war. Und dann? Wanda hatte einen Berg abgenagter Knochen vor sich liegen. Finger und Mund waren fettverschmiert und sie fasste den festen Entschluss, dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Am nächsten Tag kündigte sie ihren Job, schrieb ein sehr erfolgreiches Buch über Selbstfindung, vermietete ihre Wohnung im 11. Stock als idealen Ort für Selbsterfahrungstrips, vollkommen überteuert, und mietete sich eine Wohnung im sonnigen Süden, Parterre, ganz ohne Lift.